In diesem Beispiel möchte ich nochmal etwas ausführlicher die Kinematik von Elektron-Proton-Streuung diskutieren, und zwar sowohl elastisch als auch inelastisch. In dieser Darstellung sieht man den gemessenen Wirkungsquerschnitt zweifach differenziell, also differenziell im Raumwinkel und in differenziell in der Energie E' des gestreuten Elektrons als Funktion der Energie eben des gestreuten Elektrons. Und was hier aufgetragen sind, sind die Daten, die gemessen wurden. Das bedeutet einfach, wie häufig sind denn gewisse Streuprozesse aufgetreten, wo eben das gestreute Elektron genau eine spezielle Energie mit E' gefunden worden ist. Was wir dazu berechnen müssen, ist also die Kinematik dieses Prozesses hier. Wir haben ein anlaufendes Elektron mit 4 Impuls PE, ein auslaufendes Elektrons, das im Elektron, das gestreut wird, mit 4 Impuls PE'. Bei der Streuung wird ein virtuelles Photon ausgetauscht zwischen dem Proton und dem Elektron. Der ausgetauschte 4 Impuls nenne ich Q, klein q. Hier haben wir das Proton mit 4 Impuls P Proton und der Endzustand auf dieser Seite nenne ich jetzt im allgemeinsten Fall x mit einem 4-Impuls px. Im Falle elastischer Streuung ist der Endzustand x genau wieder ein Proton. Im allgemeinen Fall von tiefenelastischer Streuung, wo Energie transferiert wird von der linken Seite auf die rechte Seite, können hier im Endzustand x mehrere Teilchen auftreten. Und die totale invariante Masse dieses Endzustandes x wird dann größer sein als die invariante Masse des Protons. Schauen wir uns also die Kinematik konkreter an, wie wir die berechnen müssen. Also nochmal, um das ausführlich zu definieren: Elastisch bedeutet, der Endzustand x entspricht einem Proton. Und das heißt, der 4-Impuls px ist jetzt der 4-Impuls eines gestreuten Protons. Deswegen schreibe ich bp'. Und speziell gilt, dass eben der 4-Impuls Quadrat des Endzustandes x gleich die Protonmasse zum Quadrat ist. Und im Folgenden werde ich jetzt natürliche Einheiten verwenden. Das heißt, c wird gleich 1 sein. Als erstes berechnen wir die Energie des gestreuten Elektrons, also Berechnung von E'. Das ist also die nullte Komponente dieses Vierervektors hier für elastische Streuung. Und zwar im Laborsystem. Berechnen wir das? Wir können ja irgendein Bezugssystem wählen. Wir schauen uns das Laborsystem an und bei uns ist das Laborsystem jenes, wo das Proton in Ruhe ist. Wir nehmen also an, das Elektron wird auf ein ruhendes Proton-Target geschossen. Das kann zum Beispiel ein Wasserstoffgas sein. Und in diesem Falle weiß ich also, was der 4-Impuls des Protons pp hier ist. Wenn das Proton in Ruhe ist, dann ist seine nullte Komponente, seine Energie gleich eben seine Ruheenergie und das ist gleich die Masse und der 3-Impuls ist 0, weil es in Ruhe ist. Dann gilt natürlich 4-Impulserhaltung, das heißt, die Summe der einlaufenden 4-Impulse ist gleich die Summe der auslaufenden 4-Impulse. Also PE plus pp, Summe der einlaufenden 4-Impulse ist gleich Summe der auslaufenden 4-Impulse pe' plus, wie in diesem Fall ist px gleich pp'. Weiters gilt, der ausgetauschte 4-Impuls klein q ist einfach die Differenz des 4-Impulses des Elektrons vorher minus nachher. Und das kann ich jetzt hier einsetzen und dann sehe ich natürlich auch, dass der 4-Impuls des Protons nach der Streuung ist einfach der 4-Impuls vorher plus Q, der 4-Impuls, der einläuft. Diese Summe der 4-Impulse ergibt diesen 4-Impuls. Also P Proton plus Q. Und diesen Ausdruck kann ich jetzt quadrieren.
Das heißt, wenn ich beide Seiten quadriere, dann kriege ich hier bp' zum Quadrat. Aber weil ich gesagt habe, wir haben elastische Streuung, bp' ist gleich bx und bx Quadrat ist dann genau die Masse des Protons zum Quadrat. Der einlaufende Zustand behält seine Natur bei, das heißt, es bleibt ein Proton, das heißt, hier steht ein Proton zum Quadrat ist gleich rechte Seite zum Quadrat, bp plus q zum Quadrat. Und hier ist natürlich immer das Viererquadrat gemeint, also das Skalarprodukt. Wenn wir das jetzt ausführen, ergibt das b Proton zum Quadrat plus 2 mal 4 Skalarprodukt zwischen b Proton und bq plus q Quadrat. B Proton zum Quadrat ist wiederum die Masse des Protons zum Quadrat. Und da sehe ich nun Folgendes. Masse Proton zum Quadrat steht hier links und auch rechts, das kürze ich weg. Und jetzt kann ich noch Folgendes verwenden. Minus q Quadrat, wenn ich das q Quadrat auf diese Seite überführe, hier steht dann 0, minus q Quadrat, das kann man auch definieren als groß q Quadrat, das ist einfach ein Standard, dass man diese Variable groß q definiert als minus q klein q Quadrat. Ist gleich also 2bp mal q. Also nochmal, das Masse-Proton kürze ich weg, das q-Quadrat gehe ich auf diese Seite, deswegen minus q-Quadrat, das ist groß q-Quadrat, ist gleich 2p mal q. Jetzt setze ich das ein, wiederum dieses Skalarprodukt auszuführen, ist relativ leicht, weil ein Proton hat diese einfache Struktur, der Vierimpuls des Protons ist mp0. Und das Skalarprodukt ist nullte Komponente mal nullte Komponente minus Skalarprodukt der Dreierkomponenten. Aber diese Dreierkomponente ist null, das heißt, der zweite Teil fällt weg. Es gibt sich also zweimal Produkt der nullten Komponenten, zweimal ein Proton mal Q0. Und was ist Q0? Q0 ist ja die Differenz der nullten Komponenten der Vierervektoren des Elektrons vor und nachher. In der nullten Komponente steht aber immer die Energie. Das ist also zweimal ein Proton mal Elektronenergie vorher minus Elektronenergie nachher. Hier tritt also EE' auf, das wir dann am Ende berechnen wollen. Jetzt können wir weitergehen. Ich kann nochmal q², diese Variable groß q² anschauen, also minus klein q². Die kann ich auch auf eine zweite Art berechnen, nämlich aufgrund dieser Definition hier. Minus klein q² ist also minus dieser Ausdruck zum Quadrat, ist also minus pe minus pe' zum Quadrat. Und das Quadrat führe ich jetzt wieder aus. Das ist also minus, das Minus ziehe ich immer mit, BE Quadrat minus 2 mal 4er Skalarprodukt der 4er Vektoren des Elektrons vorher nachher plus PE Strich zum Quadrat. PE Quadrat und PE Strich Quadrat, das ist ein Elektron im Eingangszustand und Ausgangszustand, ist also die Masse des Elektrons zum Quadrat. Jetzt machen wir folgende Näherung. Wir nehmen jetzt an, dass die Energie des einlaufenden Elektrons und auch des auslaufenden Elektrons viel, viel größer ist als die Elektronmasse. Und dann können wir diese Terme mit den Massen hier vernachlässigen in diesem Ausdruck und ist numerisch ist nur mehr dieser zentrale Term hier relevant. Ist also ungefähr, das Minus geht jetzt mit dem weg, ist also ungefähr 2 mal 4er Skalarprodukt PE mal PE'. Wegen dieser Approximation hier. Nun müssen wir dieses 4er Skalarprodukt ausführen, das ist 2 mal wiederum Produkt der nullten Komponenten minus Produkt der Dreierkomponenten. Das ist also EE mal EE' minus Dreiervektor PE, Dreier-Skalarprodukt, B'. Das ist also 2 mal EE, EE' minus das Skalarprodukt kann ich ausdrücken durch
Betrag der Vektoren mal Cosinus des Winkels zwischen den beiden Vektoren. Das ist also der Winkel zwischen der einlaufenden und der auslaufenden Elektronenrichtung. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese Näherung. Wenn die Energie des Elektrons sowohl am Anfang als auch am Ende viel größer ist als die Masse, dann kann ich auch den Betrag des Impulses nähern, ungefähr durch die Energie. Eben weil der Massenterm, der Anteil an der Gesamtenergie aufgrund der Ruheenergie ist beliebig klein. Und jetzt sehen wir, treten hier diese Energien auf, das kann ich also rausheben. Das heißt, was wir berechnen wollten, Q² ist ungefähr, dann steht hier zweimal, das ungefähr aufgrund der Vernachlässigung der Elektronmasse, EE' mal 1 minus Cosinus Theta. Das 1 minus Cosinus Theta könnte man auch schreiben als 2 mal Sinus Quadrat Theta halbe. Aber das lassen wir jetzt in dieser Form. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir zwei Gleichungen für Q², nämlich hier und hier. In beiden Gleichungen tritt E' auf. Das heißt, wenn ich die beiden Gleichungen nehme und nach E' auflöse, kriege ich nun einen Ausdruck für E'. Der Ausdruck für E' ist dann gegeben EE durch 1 plus EE durch Masse Proton mal 1 minus Cosinus Theta. Damit hätten wir also die Energie des gestreuten Elektrons berechnet. Die ist im allgemeinen Fall kleiner als die Energie des einlaufenden Elektrons und der Grund ist einfach, dass ein Teil der Energie einfach in die Rückstoßenergie des Protons geht. Also, wir haben die Energie des gestreuten Elektrons berechnet. Das ist eine Funktion der einlaufenden Elektronenergie, der Protonmasse und des Streuwinkels. Schauen wir nun ein konkretes Beispiel an, und zwar mit den Daten dieses Experimentes hier. Bei diesem Experiment betrug die Energie des einlaufenden Elektrons, also EE, war 4,879 GeV. Der Streuwinkel, wie hier steht, 10 Grad. Die Masse des Protons, kann man nachschlagen, ist ungefähr 1 GeV. Der genaue Wert ist 0,938 GeV. So, und mit diesen Werten haben wir nun alles, um die Energie des Elektrons zu berechnen, des gestreuten. Einfach diese Zahlen einsetzen. Man findet 0,927 mal einlaufende Elektronenergie. Also die auslaufende Energie ist 92% der einlaufenden Energie. Die restlichen 8 oder beziehungsweise 7% sind gegangen in den Rückstoß des Protons. Wenn wir das jetzt einsetzen, findet man 4,522 GeV, würde man sich aufgrund der Kinematik erwarten, für die Energie des gestreuten Elektrons bei elastischer Streuung. Und in der Tat, man findet eine große Anhäufung von Daten in diesem Bereich. Die Daten sind hier sehr zahlreich. Und wenn man schaut, wo befindet sich das Maximum, der Peak in diesem Bereich, dann findet man tatsächlich bei einer gestreuten Energie E' von 4,5 ungefähr GeV. Das heißt, was hier beobachtet wird, entspricht unserer einfachen Abschätzung der Kinematik.